Und die, wenn sie spenden oder ausgeben, weder verschwenderisch noch geizig sind. Dazwischen gibt es einen Mittelweg. Und hier weist Allah subhanahu wa ta'ala darauf hin, dass man, was das Ausgeben sozusagen in einem Mittelweg sein sollte, dass man nicht geizig ist, dass man nicht ausgibt, aber dass man auch nicht verschwenderisch ist. Dass man sozusagen sich in Schwierigkeit bringt oder dass dann man vielleicht dann von Leuten um Geld bittet und so weiter. Und auch, dass man das nicht in verbotene Sache ausgibt. Deswegen, zu den Eigenschaften des Alabamas gehört, dass sie gemäßigt sind in ihren Ausgeben, ohne dass sie verschwenderisch sind, ohne dass sie geizig sind. Und hier sollte man achten, viele Jugendliche, wie sie mit dem Geld umgehen. Ja? Vor allem, wenn sie das ausgeben für Haram-Sachen. Manchmal die Sachen von Haram sind teuer. Ja? Und wir sollten wissen, dass uns der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, der Sohn Adams wird Yawm al-Qiyamah gefragt. Über fünf Sachen. Er wird gefragt über sein Leben, womit er das verbracht hat. Merkt euch das, das Leben. Wirst du gefragt über dein ganzes Leben. Allah hat dir das Leben gegeben. Was hast du mit diesem Leben gemacht? Dann seine Jugend, ein Teil von deinem Leben. Seine Jugend, womit hat er seine Jugend verbracht? Und über sein Guthaben, sein Vermögen, gibt es zwei Fragen. Die anderen Sachen bekommen alle eine Frage. Aber sein Geld wird er zwei Fragen bekommen. Wovon hat er das verdient? Ist dein Verdienst halal? Und wofür hat er das ausgegeben? Hast du das für halal ausgegeben? Das heißt, hier muss die Antwort, wenn du Allah begegnest, zweimal halal sein. Ich habe das von halal verdient. Ich habe da nicht mit Haram-Sachen gearbeitet, Zinsen oder Versicherungsverträge oder keine Ahnung. Ich habe auch nicht betrogen, gelogen, damit ich das verdiene. Da habe ich das halal verdient. Und ich habe das für halal ausgegeben. Ich habe das nicht für Diskotheken oder Alkohol oder verbotene Sachen ausgegeben. Und ich war auch nicht verschwenderisch, dass ich sozusagen über den Maß, über das, was ich brauche, ausgegeben habe. Das ist der Mittelweg, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und dann kommt die nächste Eigenschaft, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die, welche keinen anderen Gott außer Allah anrufen und niemanden töten, dessen Leben Allah unverletzlich gemacht hat, es sei denn, die töten dem Recht nach und keine Unzucht begehen. Hier erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala drei Sachen. Die erste Sache, dass sie niemanden neben Allah anbeten oder anrufen. Und das weist auf den Ikhlas, die die Diener des Alabamas haben. Die Aufrichtigkeit. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Deswegen ist wichtig, das gehört zum Tawhid. Merkt euch das. Zum Tawhid gehört, Angst zu haben vom Schirk. Es reicht nicht nur, dass du sagst, ich bin jetzt einer, der niemanden Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Hab Angst davon, dass du in Schirk gerätst. Weil Ibrahim, alayhi salam, wie war er in Tawhid? Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim als Umma genannt, Umma, Vorbild. Also jeder kann sich an Ibrahim ein sozusagen Bild machen. Kann ihn als Vorbild nehmen, wie sein Tawhid stark war. Was macht er für Dua? Sagt Ibrahim, wajdubni wa baniya an na'budu al-asnam.
O Allah, lass mich das vermeiden, ich und meine Nachkommenschaft oder meine Söhne oder meine Kinder, dass wir die Götzen anbeten. Er fragt Allah, dass er ihn vermeiden lässt, die Götzen anzubeten. Warum? Sagt Allah über Ibrahim, innahunna adlalna kathira minan nas. Wahrlich, diese Götzen haben viele in Irre geführt. Hat er Angst, dass er zu denen gehört, die durch diese Götzen in Irre gegangen sind. Und das ist Angst von wem? Angst von einem Prophet. Das heißt, man sollte auch Angst haben. Das gehört zum Tawhid. Angst zu haben, dass man Allah jemanden beigesetzt. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat Abu Bakr und hat uns als Umma Dua beigebracht. Soll ich dir ein Dua beibringen, so dass du dann von großen und kleinen Schirk wegkommst, von großen und von kleinen Schirk wegkommst, sagst du, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ich suche Zuflucht bei dir, dass ich dir jemanden beigeselle, während ich das weiß, und bitte um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. Das meiste, wovon ich Angst habe um euch, wenn der Prophet um uns Angst hat, dann müssen wir diese Angst haben, die der Prophet um uns hat. Das heißt, ich mache mir Sorgen um mich, wie der Prophet sich Sorgen gemacht hat um mich. Und von was hat er Angst? Von den kleinen Schirk. Dann wurde er gefragt, was ist das? Sagt er, Arriya, Augendienerei. Und hier sollte man aufpassen von Augendienerei in den neuen Formen, die gekommen sind. Wir haben Augendienerei in Facebook oder in YouTube oder in TikTok oder in all diese Medien oder das, was man heutzutage benutzt. Ja. Weil viele sind auf diesem Prinzip aufgebaut. Ja. Wer schaut mich an? Wer sieht, was ich mache? Was kann ich jetzt posten, damit ich viel Lob, viel Like, viel das gewinne? Das ist gefährlich. Als ob du jetzt das machst, um den anderen zu gefallen. Wie viele gehen in Anbetungen, wie zum Beispiel Hajj oder Umrah, und wollen gesehen werden. Und das war nicht Verhalten von den Sahaba und von den Rechtschaffenen. Von den Rechtschaffenen wollten nicht mal erkannt werden. Ja? Wurde berichtet, dass entweder Enkel von Ali radiallahu anhu oder Sohn, habe ich jetzt nicht im Kopf, dass er in der Stadt, wo er war, immer Essen in der Nacht verteilt hat. Ja. Da hat er Essen verteilt an die Armen und man wusste nicht, wer die Person war. Und hat man erst gewusst, als er gestorben ist. Die Armen haben immer sozusagen Essen bekommen, auf einmal kam kein Essen mehr. Das war der Verstorbene, der Essen gebracht hat und da hat er Spuren von dem Sack, den er immer in der Nacht getragen hat. Ja? Er hat sein ganzes Leben daran gearbeitet, dass er nicht gesehen wird. Wollte Ikhlas. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Ikhlas gegeben. Ja? Aber jetzt, wenn wir unsere Zeit gucken, im Gegenteil. Du arbeitest daran, dass du von allen gesehen wirst. Also jemand geht jetzt in Mekka, ja, sozusagen will sich mit der Kaaba fotografieren. Und dann tut er das in Facebook. Ja, und dann soll das allen sehen. Jemand macht nicht mehr Anbetung.
Der macht nur für das Bild. Sagt er, bitte mach mal ein Foto. Das ist kein Dua mehr. Das ist noch nicht mal für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Hebt die Hände. Fertig? Noch nicht? Das ist Augenliederei. Und noch nicht mal für richtige Anbetung. Ja, bei richtiger Anbetung, wenn man die richtige Anbetung schön macht, damit die anderen sehen, das ist schon Augenliederei, was deine Belohnung zunichte macht. Ja? Aber derjenige, der das macht, was hat der denn? Und da sollte man aufpassen. Das ist, wovon der Prophet am meisten Angst hatte um uns. Und wenn Yawm al-Qiyamah kommt und die Belohnungen verteilt werden, kommen solche Leute, anstatt die Belohnung zu bekommen, was bekommen sie? Mit denen wird das Höllenfeuer angezündet. Sagt der Prophet Muhammad. Drei Leute werden vor Allah stehen. Der eine hat Allah subhanahu das Wissen gegeben, Koran beigebracht, gegeben. Und wird er dann gefragt, das, was ich dir gegeben habe als Koran und Wissen und so weiter, was hast du damit gemacht? Sagt er, ich habe das gelernt, um deinetwegen, um dich zufriedenzustellen. Sagt Allah subhanahu du hast gelogen. Du hast das gemacht, damit die Leute das sagen, was für ein Wissender, was für ein Rezitierer, was für eine schöne Stimme und so weiter und so fort. Und du hast das gekriegt. Seine Absicht, was er beabsichtigt hat, hat Allah ihm gegeben. Und dann wird er ins Höllenfeuer geschmissen und wird mit ihm das Höllenfeuer angezündet. Und ein Nächster, einer, der gespendet hat, gleiche Programm. Und einer, der in einem Kampf getötet worden ist, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Der hat das gemacht, damit er als Held gesehen wird oder angefeiert wird und so weiter und so fort. Und wie viele Situationen haben wir das Gleiche? Leider. Deswegen hat der Prophet muss haben zu Recht Angst gehabt um uns. Und wie gesagt, der Ikhlas muss erst recht bei den Rechtschaffenen sein. Weil der Ikhlas, hast du jetzt nicht derjenige, der auf Sünde ist, auf falsche Wege ist, der muss jetzt nicht an seinem Ikhlas arbeiten, der muss von seiner Sünde wegkommen. Aber derjenige, der in rechtschaffenen Taten ist, der muss um seine Tat kämpfen mit dem Ikhlas. Dass seine Tat nicht verloren geht durch diese falschen Absichten. Wie viele Taten haben gewaltige Belohnungen? Aber anstatt diese Belohnung zu erlangen durch den Ikhlas an Allah subhanahu wa ta'ala, macht man diese Tat kaputt. Und wird dann mit dem Höllenfeuer angezündet. Deswegen zu den Eigenschaften des Alabamas, Diener des Alabamas, dass man den Ikhlas beibehält. Und dass man sich von dem Schirk, الذين لا يدعون مع الله إله آخر, die niemanden mit Allah subhanahu wa ta'ala teilen, und sich abwenden von dem Schirk, den Großen und den Kleinen. Und die nicht die Seele, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, die Seele töten, zu Unrecht. Deswegen, von den Gründen oder von den Mitteln, die dazu führen, dass man zu Unrecht tötet, ist die falsche Aqida. Wie viele, die in Schiitentum von der Aqida haben, hat das dazu geführt, dass sie Leute zu Unrecht töten. Wie viele, die in der Sekte der Khawarij, wie ISIS und Qaida und so weiter, hat das dazu geführt, dass sie Leute zu Unrecht töten. Warum? Weil die Aqida kaputt ist. Die Aqida bringt ihn dazu, dass er tötet.
Und deswegen, wenn man die Seele, die Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, hochschätzt und diese Sünde vermeidet, sollte man auch seine Aqidah säubern, dass man nicht in falschen Wege kommt, dass man dann durch Überzeugung jemanden zu Unrecht tötet. Und ein Hadith vom Prophet Muhammad sagt, weil manche töten nicht wegen falscher Aqidah oder so weiter, die töten wegen Dunya, wegen irgendwelcher Angelegenheit in Dunya. Ja? Sagt der Prophet Muhammad, La zawalu dunya ahwan ala Allah min qatli rajul muslim. Dass diese ganze Welt verschwindet und zunichte geht, ist leichter bei Allah SWT als eine Seele des Muslims. Eine Seele des Muslims. Ja. Wie wollen diejenigen das rechtfertigen, die Menge von Muslimen in Luft sprengen oder töten oder zu Unrecht töten? Und Allah SWT sagt, وَلَا يَزْنُونَ, die nicht die Unzucht betreiben. Und hier eine Gefahr von Unzucht. Und das ist leider, leider unter vielen Muslimen verbreitet. Unzucht, wenn es sozusagen von dem Muslim kommt, dass er vielleicht die Unzucht betreibt, ja, das ist schon eine gewaltige Sache, abscheuliche Sache. Allah beschreibt das, dass es abscheulich ist. Aber jemand, der auf Unzucht bleibt, wie zum Beispiel jemand, der eine Freundin nimmt und mit ihr liebt, als ob sie seine Frau ist, als ob sie seine Frau ist, bekommt Kinder und bleibt und bleibt und bleibt. Das ist gewaltig. Heutzutage ist das bei vielen Normalität geworden, aber das ist gewaltig. Du lebst in Unzucht. Früher, die früheren, also die Leute, die sozusagen unter den Muslimen waren, war so ein Leben gar nicht vorstellbar. Derjenige, der Unzucht gemacht hat, der hat sich irgendwo versteckt, irgendwo getroffen und dann fertig. Aber dass man lebt, Tag für Tag in Unzucht. Und auch, was gewaltig ist, dass man diese Unzuchtsgefühl, dass es eine Abscheulichkeit ist, dass man versucht, von den Herzen wegzumachen. Der geht zu seinen Eltern und erwartet, dass er beglückwünscht wird von dem Kind, der jetzt gekommen ist und so weiter und so fort und heiratet nicht. Und will von den anderen, erwartet von den anderen, dass sie ihn so behandeln, wie sozusagen verheiratet. Das ist gewaltig. Deswegen sagt der Prophet Muhammad, das ist eine Warnung. Weil diese Angelegenheiten sind von Allah. Du kannst nicht, sozusagen, hast keine Macht darüber. Allah hat die Macht. Sagt, ما ظهر في قوم من الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. Also wenn es in einem Volk der Zina, die Unzucht, verbreitet ist, so dass es sozusagen öffentlich ist. Ja? Und Arriba und die Zinsen, dann haben sie sich der Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala so bereit erklärt. Das heißt, die sind sozusagen, haben es verdient, eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala die Unzucht verboten hat und hat sie abscheulich, als abscheulich beschrieben, ja, hat er aus Barmherzigkeit zu uns, hat er die Mittel und die Wege, die dazu führen, verboten. Er hat uns verboten, dass man auf diejenigen, also auf die Frauen oder auf denjenigen, den man nicht sehen darf, hat er uns verboten, den Blick zu machen. Hat uns verboten, die Berührung. Oder alle anderen Wege, die dazu führen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad, كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا. Also es ist geschrieben, den Söhne Adams, sein Anteil von Zina. Und er wird das treffen. فزنا العين النظر. Also der Zina, die Unzucht des Augens, ist das Schauen. Und Unzucht der Zunge ist das Reden.
Und Unzucht der Seele ist das Begehren. Und dann wird das bestätigt durch das Geschlechtsteil oder verleugnet. Ja? Das heißt, all diese sind sozusagen Anfänge von dem Sinne. Deswegen hat uns Allah subhanahu wa ta'ala Regelung gegeben, die die Gesellschaft schützt. Die Frau hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten, dass sie unbedeckt rauskommt. Die Frau hat Allah subhanahu wa ta'ala verboten, dass sie sich parfümiert. Weil das auch eine Art von Zina ist, dass sie verlockt, dass man an sie denkt, dass man sozusagen sie begehrt und so weiter und so fort. Und zu, reicht jetzt nicht, alle anderen inshallah Eigenschaften zu nennen, aber bleiben wir inshallah stehen bei der Eigenschaft At-Tauba. Ja, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also das als Bestrafung, dass Allah subhanahu wa ta'ala, und wer das aber tut, der soll dafür zu büßen haben, verdoppelt soll ihm die Strafe am Tage der Auferstehung werden und er soll darin auf ewig in Schmach bleiben, außer denen, die bereuen und glauben und gute Werke tun. Denen oder den deren böse Taten wird Allah subhanahu wa ta'ala in gute umwandeln und Allah ist ja allverzeihend, barmherzig. Und der, der bereut und Gutes tut, der wendet sich in wahrhaftiger Reue zu Allah zu oder Allah zu. Ja? Die Tauba ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die wir brauchen. Weil, egal wie wir uns bemühen, schöne Eigenschaften anzueignen und zu den Dienern des Alabamas zu gehören, kommt Ausrutscher, kommt Fehler, kommt Sachen, wo wir eine Korrektur brauchen. Allah subhanahu wa ta'ala auch aus Barmherzigkeit hat uns Allah subhanahu wa ta'ala die Reue gegeben als Mittel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat versprochen, dass er diejenigen, die bereuen, selbst wenn es Taten waren, die gewaltig sind, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihre Sünden und wandelt Sünden zu guten Taten. Die Auswandlung von Sünden zu guten Taten hat zwei Interpretationen. Die eine Interpretation, dass die, wenn man von Sünde zu guter Tat kommt, diese Wandlung, das heißt jemand, der Alkohol getrunken hat, jemand, der Diskotheken gegangen ist, jemand, der raucht, jemand, aber nachher, wenn er die Taube macht und von diesen Sachen wegkommt, ja, das heißt, diese Sachen werden jetzt getauscht. Er macht jetzt gute Taten. So wurden die Sünden, die schlechten Taten zu guten Taten umgewandelt, das heißt, sein Weg wird korrigiert. Anstatt dass er Musik hört, liest er Koran. Das ist ein Umtausch. Umtausch von der Sünde zu den guten Taten. Und das ist eine Interpretation, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine schlechten Taten zu guten Taten umwandelt. Und das ist eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich von dem schlechten Weg zum guten Weg bringt. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur. Allah ist der Nahestehende zu den Gläubigen. Er bringt sie raus von den Dunkelheiten in das Licht, auf den geraden Weg. Und gibt es eine andere Interpretation, die auch authentisch ist, die auch vom Munde vom Propheten kommt, dass Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama ihre schlechten Taten, die ihnen zugeschrieben sind, zu einer guten Tat umwandelt. Dass ihnen die schlechte zu gute Tat zugeschrieben wird. Aber mit welcher Bedingung? Wenn man bereut, Gutes tut und Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und dass man auf guten Wege kommt, werden die schlechten Taten zu guten Taten umgewandelt. Und da sollte man, egal wie man falsch ist, egal wie man weit weg von der Religion ist, sollte man niemals die Einladung von Allah subhanahu wa ta'ala ablehnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Sag meine Diener, die maßlos, die sozusagen mit den Sünden überschritten haben, ja, gib nicht auf die Hoffnung. Ja, gib nicht auf die Hoffnung an der Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala, an der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Alle Sünden. Jemand, der Schirk gemacht hat. Vorher die Sahaba, bevor die Sahaba geworden sind, was haben die gemacht? Hat Allah vergeben und hat Allah subhanahu wa ta'ala zu besten Menschen gemacht. Beste Menschen nach dem Propheten. Ja? Man sollte nicht mit seiner Sünde aufgeben, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht empfängt. Aber nimm die Einladung an. Wie oft lädt uns Allah subhanahu wa ta'ala ein? Ramadan ist eine Einladung. Und in den letzten Teil von der Nacht ist eine Einladung. Und noch andere Zeiten, immer eine Einladung, eine nach der anderen. Jede Gebetszeit ist eine Einladung. Dass deine Sünden vergeben werden. Eine Taube, eine aufrichtige Taube. Eine aufrichtige Taube, wenn du mit der Sünde sofort aufhörst und dich schlecht fühlst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass du sein Recht verletzt hast, dass du bereust, was du gemacht hast und dann im Herzen vorhast, nicht mehr diese Sünde zu machen, hast du eine aufrichtige Taube gemacht. Und wenn es Rechte von anderen Leuten ist, dann musst du bei ihm diese Sache korrigieren. Ja? Deswegen sollte man inshallah an diese Eigenschaften denken, die des Alabamas, und vielleicht bei einem nächsten Treffen kann man inshallah den Rest von diesen Eigenschaften inshallah auch besprechen. Und der ehrenwerte Sheikh Abu Jamal ist alhamdulillah jetzt angekommen und könnt ihr inshallah sehr schön von ihm profitieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen. Wa liyatafaddal mashkuran ma'jura. بارك الله فيك تفضل شيخ استخذ زوف استعيد اللهم اني استجيرك من الله من النار ودع اعوذ بك من النار اللهم اني اعوذ بك من النار يا جيت اب يا Kannst du machen. Ja. Am Morgen. Versuche, jeden Morgen. Regelmäßig. لا انا كان جزء بعد ما احنا انت وصلنا للتوقيت بوس بروجكت ان شاء الله كنت خلاص لا لا ما شاء الله ما في بروجكت ااا مش بدي ich habe schon für mich muss ja nicht ja okay ich kann es auch machen also wenn ihr das wollt ich habe noch im Unterricht vom letzten Seminar immer noch. Ja, ich war, also verzeih mir wirklich, dass ich das so nicht gemacht habe, aber ich verspreche dir, ich mache das Zeit.